Was bisher geschah? In seine Business-Klasse so. Ganz andere Welt mehr. Das ist eine ganz andere Welt, Anna. Das ist. Hey, wir sind jetzt hier in Tagum, in unserer Hometown. I'm so happy. Wir sind jetzt da, sind jetzt mit einem Shuttle, also haben jetzt einfach ein Taxi genommen vom Flughafen aus. Und jetzt sind wir auch bald zu Hause, ich freue mich schon voll. Wieder da zu sein, geiles Wetter und heute werden wir auf jeden Fall ins Kino gehen heute Abend. Wir wollten nämlich This Time angucken, weil wir haben es noch nicht angeguckt zusammen. Also das ist ein Film mit James Reed und Nadine Lustre. Ja. Ja, deswegen gucken wir es an. Und der Flug war echt, also kam uns voll ewig vor, der von Singapur nach Davao. Der ist ja eigentlich nur 3,5 Stunden, aber es kam uns vor, Alter, als würde es voll ewig gehen, weil dadurch, dass halt keine Bildschirme da sind und so, hat man nicht so viel zu tun. Und erst am Ende, haben wir bemerkt, dass wir doch Filme gucken können. Und zwar mussten wir uns einfach mit unserem Handy oder mit einem iPad, was auch immer, ins WLAN einloggen bei denen. Und dann kann man einfach von dort aus direkt Filme gucken. Finde ich voll cool. Wir haben es erst am Ende entdeckt. Aber ich habe trotzdem geschafft, meinen Film zu gucken. Da habe ich geschaut. Wie hieß das? Auf jeden Fall mit diesem einen Schauspieler von Scrubs. Das ist lustig, diesen anderen Comedy-Film angeguckt, gell? Ja. Der Blonde. Ja, zwei. Okay, ich habe schon gehört. Hallo Lola. Du bist die Kerl. Hallo, Jim Jim. What's up? Hello, say hello to our viewers. Hello. Thank you. Huh? Oh. Wir sind jetzt in der Mall gelandet, weil wir mussten noch was für unsere Oma besorgen, weil die hat uns quasi eigentlich geschickt, was kaufen zu gehen. Und zwar so Weichspieler und so, was Wäsche waschen und so. Und Hans und Mama und so, die sind auch dabei. Ja, das ist oben. Und Hans will für Simon, den Kleinen, den ihr bestimmt schon in unserem Intro gesehen habt, er will für ihn halt so ein Spielzeug kaufen und so, weil die sind jetzt in der Zeit, wo wir weg waren, voll Best Friends geworden. Deswegen gehen wir jetzt mal zur Spielzeugabteilung. Sieht doch irgendwie mein Zuhause durch. Nee. Und Bum Bum ist jetzt nach Hause gegangen, weil ihm ging es nicht so gut. Er hat sich ein bisschen krank gefühlt. Deswegen geht er jetzt nach Hause. Und wir spazieren mal hier durch die Mall. Let's go to the mall. Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Wir sind jetzt gerade in so einem Matratzenladen gelandet, beziehungsweise so einem Möbelladen. Mandawi Foam heißt der. Und Anna sucht gerade eine Matratze aus. Ich finde zwar krass, so Möbel, wenn man hier Möbel kaufen will, ist es also so nach europäischem Standard. Das ist voll teuer irgendwie. Im Ikea kriegt man es billiger. Auf jeden Fall habe ich hier so einen Kokosdrink, so einen Shake. Na gut. Schmeckt echt gut. Wie findest du es an? Ich finde es gut. Bisschen süß mal wieder. Okay. Wir sind jetzt hier im Tricycle.
Und eine Kommode habe ich gekauft, für, also ja, damit ich meine Klamotten verstauen kann. Und ja, das war's dann auch. Es wird heute geliefert, kostenlos. Deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt zu Hause bleiben. So sehe ich gerade aus. Leute, ja. Wie ein Opfer. Nein, es geht. Hello Jim, how are you? Dame, bitte mal in Englisch. Jim, geht in Englisch. Und dem geht in Japan. Muss ich gratulieren? I'm ready. Hey, happy birthday, baby. Happy birthday, gesehen, und bitte nach. Das ist gar nicht. Ich bin auch mal, ich kann nicht mehr an. Oh, verarscht, sie hat gar nicht Geburtstag. Hallo, ich bin Red. Geil, es gibt wieder den geilen Kuchen. Yay! Aber an dich teilen, wie geht es an? Ich habe auch heute Bum Bum verarscht und habe gesagt, weil er hat sich unbedingt einen Rucksack gewünscht von Deutschland, von so einer besonderen Marke. Dann habe ich das halt bestellt und habe ich ihm heute gesagt, ich habe es leider nicht dabei, es wurde nicht rechtzeitig geliefert und war voll traurig. Aber ich habe es dabei. Und es geht ihm nicht so gut, er hat glaube ich Fieber oder sowas, deswegen werde ich ihm jetzt eine Freude machen. Warte, wo ist denn der? Er schläft. Egal, ich lege es einfach neben ihn hin. Hello, ¿cómo está? ¿Cómo? Not my present for you. Alter, da legt die schon los hier mit den Kalorien. Ma, kung mag-deliver, masaka ba ang kwan? Magian ba ang? Ja, komm, Bibi, ja, ja, hallo! Hey, was ist mit dir los? Oh, oh ja, oh ja, es ist Gottle. Ja. Ich habe nichts zum Fressen dabei, aber ich hoffe, es ist okay. Alter, hast du Titel? Hundis, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie man Hunde streichelt. Ja, was denn? Streicheln. Ja, die werden mich schon nicht beißen. Ma, ich bin geimpft gegen alles, das weiß ich schon. Wir chillen hier auf unserem Dach, zweiter Stock und so. Now you got me, hold on to the echo. To the echo. Bitte schon. Echo. Ma, jetzt bist du dran. Was singt? Nee. Lamia, wir machen dich hier bekannt auf die Philippinen. Wir fahren hier mit dem 30er rum und tun die Single hier die ganze Zeit laufen lassen. So sieht unser Treppenhaus aus. Warte, mach mal weg, weil ich
Das Zimmer ist eigentlich schon fertig, da muss man eigentlich nur noch Fenster einbauen. Morgen ist die Fenster. Morgen kommen die Fenster und so. Es wird langsam, Leute, es wird langsam. Und im August haben wir es ja richtig schön. So, ich habe jetzt gerade eine Weile schon in meinem Zimmer verbracht und habe es ein bisschen dekoriert und so ein bisschen. Also es ist noch nicht fertig oder so, aber ich zeige es euch mal. Also hier ist meine Kommode, die ich gekauft habe. Ich weiß, die ist braun, aber hier auf den Philippinen gibt es einfach keine weißen Möbel. Das kann man hier voll knicken, weil es kauft einfach keiner weiße Möbel, weil die einfach schnell dreckig werden und so. Deswegen habe ich mir das geholt. Hier habe ich schon meine Klamotten reingemacht, weil die Farbe passt halt ganz gut zu meinem Bett. Und da ist mein Bett. Ich habe so eine Lichterkette schon mal da dran gemacht. Ich weiß, es sieht sehr gemütlich aus, gell? Aber ich habe es von Deutschland mitgebracht und ja, es fehlt nur noch die Gläser hier, also das Glas, die Fenster und sowas. Dann ist es eigentlich schon so gut wie ready. Da muss die ganze Familie halt da sein und dann gibt es ein bisschen Essen und so. Ja. Ich bin jetzt in meinem Bett und Kat ist jetzt noch duschen. Bumm ist krank. Und wir schlafen jetzt gleich alle zusammen. Und ich würde sagen, gute Nacht. Schau mal, wie cool das aussieht. Das wird bestimmt voll cool auf Videos aussehen. Ja. Gute Nacht, Leute. Bis morgen. Bye. Morgen auf Cup. Ja. Ja.